Ich bin hier an der TU Dortmund, Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen und vertrete den Lehrstuhl für Thermodynamik. Wir beschäftigen uns hier damit, ob sich zwei oder auch mehr Stoffe miteinander mischen oder was man tun muss, um sie wieder voneinander zu trennen. Eine beispielhafte Anwendung unserer Arbeit ist die Kristallisation, bei der wir untersuchen, wie aus einer Lösung heraus ganz reine und möglichst gleichförmige Kristalle entstehen. Ich wünsche mir oder ich könnte mir vorstellen, dass man in 10 Jahren so weit bei der Beschreibung der biologischen Reaktion ist, wie man heute für die chemischen Reaktionen ist.